Who besides the defendant von Schirach do you know of these defendants? And by no, I mean no personally. I have some acquaintanceship with them. I've had something to do with them. Ich kenne persönlich nur Herrn Funk. Do you know Sauckel? Ja. Well, who else? Ich kenne Herrn Seyss-Inquart. Aber ich hatte nichts persönlich zu tun. Ich war ja Adjutant bei Herrn von Schirach. How did you know Funk? Ich war bei Herrn Funk einige Male eingeladen. Ich hatte dienstlich in meiner Eigenschaft als Adjutant von Herrn von Schirach mit ihm zu tun. Und da lud er mich dann darüber hinaus öfter auch privat ein. Were you in the SS at that time? When you were invited by Funk? Ich war in der Zeit in der Waffen-SS als Offizier. By the way, when did you first join the SS? Ich bin in die Waffen-SS eingetreten am 26. Juni 1940. Were you in any other branch of the SS besides the Waffen-SS? Ich war auch in der allgemeinen SS. When did you join the Allgemeine or General SS? Im Juni 1939, Juni oder Juli 1939. So you were actually in the SS from as far back as 39. In der allgemeinen SS, ja. Now you also became an SS Obersturmführer at one time, did you not? Ja. When was that? Ich wurde Obersturmführer am 21. Juni 1944. When did you join the SA? Ich bin der SA beigetreten am 9. Mai 1932. Did you know the camp Strasshof, Strasshoff? Ich höre den Namen zum ersten Mal. Well, it may have been mispronounced. It was a camp located outside of Vienna. Ich weiß nicht, um welches Lager es sich handelt. Ich verstand Strasshof. Sowas kenne ich nicht. Yeah, something like that. You never heard of that camp? Niemals. And you were in Vienna from, what, 1900 and... Ich bin in Wien geboren. Well, I know you were, but I'm talking about your service with the defendant Schirach. You were there with him for how long? Von Oktober 1940 an. And you never heard of Strahov? Of Strasshoff? Did you have much to do with the files of this defendant von Schirach? Jawohl. Well, what would you say you had to do with them? What was your responsibility? Ich hatte lediglich dafür zu sorgen, dass die Akten rechtzeitig bzw. zu Besprechungen vorgelegt wurden und dass sie nach Erledigung wieder zum Zentralbüro zurückkamen. Where would you go to get a file for von Schirach that had to do with the Reichs Defense Commission? For that district or that defense district. Where would you go to get a file that had to do with matters concerning the Reichs Defense Commission? Now let's assume this situation. Let me make it clear to you that von Schirach tells you he wants a file
about a certain matter that has to do with the Reich's Defense Commission. You had to have it on his desk by a certain hour and see that it was there, as you say. Tell the tribunal just what you'd do, where you'd go, who you'd talk to, and how you'd get that for him. Für mich wäre das einfach. Ich würde mich an den Chef des Zentralbüros wenden und wüsste, dass der sich wohl an den Regierungspräsidenten wenden müsste, um diese Akte zu bekommen. Das nehme ich an. Ich wäre nur zum Zentralbüro gegangen. You had a central filing place, didn't you, for all of your files, whether they were under the Reich's Defense or the Gauleiter or the civil government of Vienna. Isn't that so? They were all kept in one place. Die waren nicht an einem Platz zusammengefasst, sondern nur ein Teil der Akten war im Zentralbüro. Ich kann nicht sagen, welcher Teil, weil ich damit nie etwas zu tun gehabt habe. You left Vienna on the 13th of April, you say? With von Schirach? Ja. Ja. I suppose as his adjutant for some days previously, there was considerable preparation for leaving, was there? Yeah. What did you pack up? What did you take with you? Wir haben aus Wien gar nichts mitgenommen. Herr von Schirach benutzte einen Wagen. Es waren außerdem noch etwa zwei, drei Wagen, in denen die Herren der Begleitung fuhren. Sonst wurde von Wien nichts mitgenommen. Well, what did you do with your in the office? How did you leave that? In dem Büro waren wir schon, ich glaube, seit Frühjahr oder Frühsommer 1944 nicht mehr, da das der Ballhausplatz, also die Reichsstatthalterei, einen Volltreffer bekommen hatte und Herr von Schirach dort nicht mehr arbeiten konnte, sondern in seiner Wohnung arbeitete. In his what? In seiner... In his apartment. And did he have all of his files in his apartment or somewhere near at hand? Er hat überhaupt keine Akten in seiner Wohnung gehabt, sondern die blieben im Büro in dem Teil der Reichsstatthalterei, der noch bewohnt bzw. in dem man noch arbeiten konnte. Well, when did were any files taken out of that filing part of the Reichstown government? When you left Vienna, or before you left Vienna? Mir ist davon nichts bekannt. Ich weiß, dass ein Befehl bestand, sowohl für die staatliche Verwaltung als auch für die Partei, bei Feindannäherung Akten zu vernichten. Ob das geschah oder was mit den Akten überhaupt geschah, weiß ich nicht. Who got that order? Dieser Befehl... Ich verstand... Bitte die Frage zu wiederholen. Yes, I wanted to know to whom that order was directed, if you know. The order to destroy the files. Der Befehl wurde auf dem Parteisektor an den stellvertretenden Gauleiter gegeben und auf dem staatlichen Sektor an den Regierungspräsidenten. Did you also receive an order to start moving your files to places of security sometime in the spring or late winter of 1945? Ich kann mich an so einen Befehl nicht erinnern. Do you know that some of 250 folders of your files were moved to a salt mine outside of Vienna? Do you know anything about that? Nein, das höre ich zum ersten Mal. You know that there is such a mine near Vienna. You've lived there quite a while, I gather. Nein, es befindet sich nicht in der Nähe von Wien, wenn ich bitte das richtigstellen darf, sondern bei Salzburg. Und wir wohnten niemals dort. Ich weiß von der Existenz dieses Bergwerks. How far is it from Vienna?
Etwa 350 Kilometer. You don't know anything about any files being taken there. You're sure about that, are you? Ich bin ganz gewiss, ich weiß nichts davon. I have just one other question to ask you. I suppose you knew the defendant pretty well. He was a little older than you were, but you'd worked for him for some time. Is that so? Yeah. Why didn't you join the army instead of the SS when you wanted to do something for your country? Als ich Soldat wurde, galt die Waffen-SS als Elite-Formation und ich wollte lieber in einer Gardeabteilung, wenn man das so sagen kann, Dienst tun, als in der allgemeinen Wehrmacht. Was it partly due to the fact that you'd been in the General SS since 1939? Nein, das hatte damit nichts zu tun, denn viele Angehörige der allgemeinen SS gingen zur Wehrmacht. Did you talk this matter over with your superior, the youth leader, von Schirach, before you joined the SS in 1939, or the Waffen-SS later on? Nein, ich darf daran erinnern, dass ich zu Herrn von Schirach erst im Oktober 1940 kam, zur Waffen-SS aber bereits am 26. Juni 1940. Yes, I know, but I suppose you were a young man and you were in touch with some of the Reich youth organization in 1939 when you did join the General SS. Is that a fact? Weren't you part of the youth organization in 39? Nein, ich wurde in die Jugendführung erst übernommen im April 1944, und zwar als Bandführer. Vorher hatte ich nichts zu tun. Well, I don't think you understand me. It's not too important. But how old were you in 1939? You were 24 approximately, weren't you? Yeah. And weren't you then in some way affiliated with the Hitler Youth or the youth organization in Germany, either as a member or having something to do with it? Nein, weder als Mitglied noch in einer anderen Weise. Ich kannte natürlich in Kärnten Jugendführer, das wohl. You were quite a speechmaker for the party, weren't you, during your lifetime? Ich habe in Kärnten, und zwar in der Zeit von April 1938 bis Mai 1940 in verschiedenen Versammlungen gesprochen. About how many would you say you spoke before in that period of 2 years? Ich habe in dieser Zeit in etwa 80 Versammlungen gesprochen. And they average about what, 2,000 or 3,000 persons per meeting? Ich habe auch in ganz kleinen Dörfern gesprochen. Als Durchschnittszahl würde ich angeben etwa 200. That's all I have. Witness. Did Schirach have any authority to intervene in case of Jews who are being deported from Vienna? Er hatte keine Autorität gehabt, das zu tun. Er tat es aber. How many times did he intervene? Ich erinnere mich an keinen Fall, wo ein Gesuch einlief, in dem sich Herr von Schirach nicht eingesetzt hätte. I didn't ask that. I asked how many times he intervened. Ich kann da gar keine Zahl angeben, ohne ungenau zu sein. Das ist sehr schwer zu sagen. Did he intervene many times or few? Nein, er hat sich oft eingesetzt. Did you see the order to the police not to protect aviators?
You said it was in writing, didn't you? Ja. Who signed it? Der Befehl war unterzeichnet von Bormann. And was it distributed to the police in Vienna? Von der Polizei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, handelt es sich um den Befehl, dass sich Gauleiter nicht für Juden einsetzen dürfen. No. This was the order about not protecting aviators who had crashed. You said you saw that order, didn't you? Ich habe diesen Befehl gesehen. Ich erinnere mich nicht mehr an von wem er kam und an wen er ging. Er ging bei uns in unserem Büro nur als zur Kenntnisnahme ein. Also es war von uns aus nichts zu veranlassen. Don't you know whether or not the police had a copy of it? Ich bitte um Wiederholung der Frage. Do you know whether or not the police in Vienna had copies of the order? Das weiß ich nicht. Did you ever know Himmler? Ich habe ihn gesehen. Did he give you any instructions? Nein. Did you get any instructions from the SS? In welcher Richtung bitte? Any instructions from the SS directly when you were in von Schirach's office? Nein. None at all. Überhaupt keine. Ich kann mich an keine erinnern. I think you said once that Schirach sent a commander to save an American aviator from the crowd, did you not? Don't you understand? Jawohl, ich verstehe und das habe ich gesagt. And what other efforts did von Schirach make to protect aviators from the crowd? You make any other efforts? Jawohl, Herrn von Schirach. Did he issue any orders to the police or take it up with the police? Herr von Schirachs Ansicht war bekannt in den Kreisen der Partei. I didn't ask you the opinion. I didn't ask you the opinion. Did he issue any orders to the police or talk to the police? Daran kann ich mich nicht erinnern. Well, you would know if he had, would you not? Wenn ich dabei gewesen wäre, als er Befehle, wenn er Befehle gab, würde ich das wissen. Aber es kann sein, dass er gesprochen hat, ohne dass ich dabei war. Did you say that you had access to the secret files? Ja. What was kept in the secret files? Ich habe die Frage nicht verstanden. I asked you what was kept, what was put in the secret files, what sort of papers? Es gab Geheimakten, die von der obersten Parteileitung einliefen. Es gab Geheimakten, die vom Innenministerium kamen. Es waren Dinge enthalten, dass man sich oft wundern musste, dass sie unter Geheim liefen.
Aber an Einzelheiten dieser Akten kann ich mich natürlicherweise heute nicht mehr erinnern. And I suppose any documents, any reports that were marked secret would be put in those secret files, would they not? Berichte von uns an die höhere Dienststelle oder von oben herunter? No. Reports coming into you. Die wären dann abgelegt worden in der Geheimregistratur. And SS secret reports would go in the secret files, would they not? SS-Geheimberichte sind an uns nicht gekommen, weil wir keine Dienststelle der SS waren. You have no question, then the witness can...